Herzlich willkommen auf der Messe Control. Neben mir steht jetzt Andreas Tietz. Er ist technischer Leiter der Topometrik GmbH. Herr Tietz, Topometrik ist ein schnell wachsendes Unternehmen. Wie unterscheidet sich Ihr Unternehmen von Ihren Wettbewerbern? Also durch unsere Möglichkeiten, die wir bei uns im Hause haben, bieten wir natürlich eine entschiedene Flexibilität, auch im Gegensatz zu manchen anderen Mitbewerbern. Wir haben eine taktile Messtechnik, wir haben eine optische Messtechnik, wir haben verschiedene Bereiche bei uns im Haus, wir haben eine Computertomographie, wir haben den Bereich Automatisierung. Dadurch haben wir eigentlich einen gewissen Vorteil im Bereich der Flexibilität oder Reaktionszeiten, da auch auf den Kunden direkt auf die Aufgabe des Kunden einzugehen. Das heißt, er kommt mit seinem Bauteil, wir sind nicht festgelegt auf ein bestimmtes Messsystem, sondern können ihn dann während der Anfrage noch beraten und sagen, du pass mal auf, mach's doch lieber mit der optischen Messtechnik oder taktilen Messtechnik. Das ist so ein Vorteil, den wir bei uns haben, dass wir sagen können, wir können durch die gesamte Bandbreite der industriellen Messtechnik die Kunden auch dann bestmöglich bedienen. Wir haben mittlerweile über 50 Techniker und Ingenieure bei uns, können dadurch natürlich auch nochmal gesteigert flexibel auf den Markt reagieren und da auch diverse Einsätze etwas flexibler planen und da auch besondere Umfänge realisieren. Welche Dienste würden Sie als Spezialität Ihres Unternehmens ansehen? Das ist schwer zu sagen. Dadurch, dass wir die verschiedenen Bereiche haben, unsere Bereiche sind alle relativ gleich gewichtet. Spezialität ist natürlich einmal der Bereich im Bereich der taktilen Messtechnik sehr große Teile. Wir haben eine KMG, können hochgenau Bauteile mit Dimensionen bis zu 4,20 Meter vermessen. Und das ist also sehr interessant für den Schiffsbau beispielsweise. Dann sind wir im Bereich der optischen Messtechnik sehr gut aufgestellt. Wir haben 25 Messsysteme allein in diesem Bereich im Einsatz, können da natürlich sehr umfangreich auf den Markt auch reagieren. Im Bereich der Computertomographie bieten wir bei sehr kleinen Bauteilen Auflösung bis 4 μ, das heißt, da auch wirklich die Kleinstbauteile abzudecken. Im Bereich der Automatisierung entwickeln wir und erstellen wir komplette Konzepte im Bereich der optischen Messtechnik, so dass wir dann auch da für den Kunden maßgeschneiderte Lösungen bieten können, damit er Bauteile in seinem Haus auch messen kann. Sehen Sie die Zukunft eher in der taktilen oder eher in der optischen Messtechnik? Das kann man schlecht sagen. Unsere Meinung ist, die optische Messtechnik ist quasi der Bereich, der mit am weitesten oder am schnellsten wächst, auf jeden Fall auch bei uns. Man merkt es auch hier auf der Messe, es sind sehr viele Unternehmen, die auf den Bereich der optischen Messtechnik aufspringen. Nichtsdestotrotz sind wir der Meinung, ohne die taktile Messtechnik kommen wir definitiv nicht aus. Wir investieren jedes Jahr immer noch sehr viel Geld auch im Bereich der taktilen Messtechnik. Wir haben mittlerweile 10 Messmaschinen aus dem Hause Zeiss bei uns im Einsatz. Das zeigt auch, dass das bei uns einen relativ hohen Stellenwert hat, ja. Der Bereich, der sich aber am meisten entwickelt und der auch bei uns, ich sag mal, am meisten voranschreitet, ist trotz allem die optische Messtechnik. Aber die taktile Messtechnik wird dennoch in Zukunft immer noch Bestand halten. Wie schätzen Sie die Marktlage in den nächsten Jahren ein für sich? Ich denke, dass wenn der Trend so weitergeht wie die letzten Jahre, dann sehen wir der Zukunft sehr positiv gegenüber. Wir investieren jetzt gerade wieder, kann man ja sagen, 3 Millionen oder 3,5 Millionen in einen neuen Standort, beziehungsweise in einen Standort in Göppingen, aber in unser Werk 3. Damit steigern wir die Fläche bei uns am Standort nochmal auf jetzt knapp 6.000 Quadratmeter. Und dadurch denke ich, dass wir dafür die Anforderungen des Marktes in der Zukunft auch sehr gut gewappnet sind. Dann wünsche ich Ihnen weiter viel Erfolg und danke Ihnen für das Gespräch.